Corona-Lage in Deutschland verschärft sich weiter. Neuinfektionen von mehr als 50 gelten schon. Das Robert-Koch-Institut meldete heute mit 14.000 Realität der rasant steigenden Infektionen den höchsten Tageswert seit Beginn der Pandemie. Köln im Lockdown. Seit Monaten schon. Und jetzt noch mehr Einschränkungen. Aber in der Krise sind nicht alle gleich. Wer ist für die Politik schützenswert? Wer systemrelevant? Wer nicht? Über mehrere Monate waren wir in Köln unterwegs, haben Menschen begleitet, die auf der Strecke bleiben. Ich weiß auch nicht, wie man einen Menschen räumen kann jetzt. Weil ich bin ja nur noch ein Mensch mit ein bisschen was drumherum. Wie fair geht es zu in Corona-Deutschland? Rückblick, 28. Oktober 2020. Die Zahl der Corona-Infektionen ist seit Monatsanfang bundesweit dramatisch gestiegen. Auf über 464.000, ein Anstieg von knapp 60%. Dies alles zeigt, wir befinden uns zum Beginn der kalten Jahreszeit in einer dramatischen Lage. Die Regierung beschließt einen Lockdown light. Schließen sollen unter anderem Gaststätten, Theater und Fitnessstudios. Die Regierung ist überzeugt, damit die Zahlen senken zu können. Die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen müssen, sind geeignet, erforderlich und verhältnismäßig. Ein kurzer Lockdown-Light soll diesmal reichen. Das ist keine Dauerschleife. Es handelt sich um 4 Wochen. Gastronomie und Kultur werden heruntergefahren. Aber es gibt auch diese Bilder. Volle Fußgängerzonen in der Kölner Innenstadt. Zu Beginn des Lockdowns hat die Stadt sogar zusätzlich einen verkaufsoffenen Sonntag genehmigt. Während man in der Innenstadt Kleidung kaufen kann, haben die meisten Kleiderkammern für Obdachlose wegen Corona dicht gemacht. Wie hier in Köln-Pfingst. Gemeindereferentin Marianne Ahn springt ein, wo Stadt und Land offenbar wegschauen. So, guck mal, was wir hier alles an warmen Sachen haben. Hier kommen Menschen hin, die sich eigentlich schämen, hier hinzukommen, weil sie ihre Armut damit offensichtlich machen. Und jetzt gibt es für die zu wenig und viel zu wenig Anlaufstellen. Und die sitzen in der Kälte rum. All diese Menschen, die fallen im Moment richtig durchs Raster. Und das zerreißt mich manchmal innerlich, aber auch äußerlich. Und es macht mich manchmal richtig kirre und wütend und da erlebe ich eine große Ungerechtigkeit. Dank ihr kommt die Kleiderkammer nun zu den Obdachlosen. Ohne Wohnung sind die Menschen der Pandemie ausgesetzt. Und nun kommt noch der Lockdown und die Kälte. Also, ich habe ein paar Jäckchen mitgebracht. Anfang November hat Marianne Arndt mit Ehrenamtlichen draußen eine neue Ausgabe gestartet. Überlebenswichtig, denn während der Pandemie kommt beim Betteln und Flaschensammeln nur wenig zusammen. Die junge Frau dürfte ich einen Schal haben? Ja, sind hier in dem Rucksack drin. Das ist meine. Ach, das ist deine? Ja. Viele hier haben Vorerkrankungen, aber keinerlei Rückzugsort. Corona verschärft jetzt noch das Ringen ums tägliche Überleben. Oh, guck mal, ja. Kai Werner, der nicht will, dass wir seinen richtigen Namen nennen, ist am Ende seiner Kräfte. Wie schaut's aus? Beschissen. Seit 6 Wochen ist eine Sitzbank sein Zuhause und das mitten in der Pandemie. Kai Werner gehört zur Corona-Risikogruppe, ist offiziell pflegebedürftig und auf einen Rollstuhl angewiesen. Die Füße sind rund, die sind nicht mehr glatt. Ich kann auch nicht mehr richtig laufen, ich habe es probiert, ich komme noch ein paar hundert Meter und dann muss ich sehr schnell wieder zurück, weil ich auch Gleichgewichtsstörungen habe. Für ihn wäre eine Corona-Infektion lebensbedrohlich. Marianne Arndt hat die Stadt um Hilfe gebeten, doch bislang ohne Reaktion. Meine Sorge ist, dass die Spaltung größer wird. Familien in engen Wohnräumen, die Alten, die sich abschotten.
die sind irgendwann mit ihren Kräften am Ende und sagen, es macht doch keinen Sinn mehr, ich habe keine Hoffnung mehr. Ne, alte Menschen sagen mir, naja, dann werde ich wohl doch in Einsamkeit sterben. Was ist das für eine bittere und traurige Aussage? Wo Armut ist, da verschärft die Corona-Krise diese noch. Auch wenige Kilometer weiter im Kölner Osten. Wir sind in der Katharina-Henoth-Gesamtschule, eine Schule im sozialen Brennpunkt. Wie es tatsächlich um die Chancengerechtigkeit steht, kann man hier erleben. Unterrichtsbeginn. Philosophie bei Numan Sarac, der für seine SchülerInnen weit mehr ist als nur ein Lehrer. Wir fungieren ja hier teilweise auch als Psychologen für unsere Schülerinnen und Schüler oder als Sozialhelfer. Und wenn Kinder Probleme haben, Schwierigkeiten haben oder Fragen haben, kommen die jederzeit auf uns zu. Masken tragen im Unterricht, damit kommen sie klar. Die Jugendlichen sind froh um jeden Schultag hier. Homeschooling oder Distanzunterricht stellen viele hier vor besondere Probleme. Ein paar Menschen haben ja Geschwister, die laut sind, wo man sich nicht konzentrieren kann, oder man hat keinen Schreibtisch, um zu lernen. Wenn man, sagen wir mal, zu Hause lernt, dann verpasst man so viel Stoff in kürzester Zeit, dass man damit nicht hinterherkommt und seine Ziele vielleicht dann nicht erreicht. An Motivation mangelt es ihnen nicht. Viele haben ehrgeizige Ziele. Aber es fehlt an entscheidenden Dingen. Ich habe ja zu Hause keinen Drucker, ich habe keinen Computer und ich kann nichts drucken. Meine Cousine zum Beispiel, die geht auf ein Gymnasium und dort bekommt die viel mehr Möglichkeiten. Manche Schüler bekommen dort zum Beispiel sogar Laptops. Und dann denke ich mir so, warum ist das nicht bei uns so? Eigentlich sind Laptops hier seit Monaten von der Stadt angekündigt. Aber immer noch warten sie darauf und damit drohen viele den Anschluss zu verlieren. Schulleiter Süsterhen befürchtet, dass Corona die Bildungsungerechtigkeit weiter vergrößert, vor allem wenn Schulen wie diese länger schließen müssen. Er erlebt täglich, wie der Lockdown die existenziellen Sorgen der Familien verschärft. Das merkt man den Kindern an, die spiegeln das wieder. Die sitzen hier zum Teil apathisch, niedergeschlagen, sorgenvoll. Das überträgt sich auf die Kinder auch. Sorgen, die größer werden, als klar wird, der Lockdown leid, hat seine Wirkung verfehlt. 15. November. Die Infektionszahlen sind bundesweit weiter gestiegen, auf über 790.000. Mittlerweile sind mehr als 12.000 Menschen an und mit Corona gestorben. Die Bundesregierung verkündet großzügige Hilfen für betroffene Unternehmen. Allein für die deutsche Automobilindustrie wird ein milliardenschweres Hilfspaket beschlossen. Wir stellen insgesamt mehr als 5 Milliarden bereit. Auch für KünstlerInnen und andere Solo-Selbstständige sind weitere Hilfen vorgesehen. Wir haben zum ersten Mal für die Solo-Selbstständigen ein umfassendes Hilfsprogramm ermöglicht, insbesondere für die aus dem Kultur- und Kreativbereich. Neben der Novemberhilfe verspricht die Regierung KünstlerInnen maximal 5.000 Euro Einmalhilfe bis zum Sommer 2021. Rund 700 Euro pro Monat. Damit soll auch das Musikerpaar Florian Deuter und Monika Weißmann auskommen. Es ist Mitte November. Seit 2 Wochen ist die Kulturbranche stillgelegt. Die beiden nehmen ein Konzert auf, um es später zu streamen. Eigentlich dürfen in der Ursulinenkirche Menschen sitzen, aber nur zum Gottesdienst. Vor Publikum spielen beide seit Monaten nicht. Es ist sehr schwer, finanziell und auch mental, psychologisch ist es sehr schwer, weil wir haben irgendwann entschieden, Musiker zu werden, nicht um so sehr viel Geld zu machen, aber wir genießen wirklich, was wir machen. Und dann, wenn wir das nicht machen dürfen, das ist wirklich traurig für uns. Was sagen Sie zur Einmalhilfe von maximal 5.000 Euro bis zum Sommer? Das funktioniert nicht. Dann müssen wir uns eine neue Wohnung suchen. Auch das funktioniert nicht, weil der Umzug wieder zu teuer ist. Also das geht ja alles nicht. Nein, ich bin sicher, es wird sich irgendwas tun. Es reicht nicht. Aber ich kann... Wie gesagt, ich versuche positiv zu denken und ich kann nicht glauben, dass ich gar nicht spiele.
in den nächsten 7 Monaten. Wenn Sie das glauben müssten, was würde dann in Ihnen vorgehen? Das wäre so traurig. Und ich habe schon diese Corona-Zeiten so viel gelernt. Ich backe jetzt, ich mache so viele neue Sachen. Aber ich möchte das nicht so weitermachen. Lieber Geige spielen. Und ich kann, also wir spielen jetzt Konzert und ich kann nicht denken, dass für die nächsten 7 Monate darf ich nicht spielen. Das kann ich nicht denken. Ein Leben ohne Kulturveranstaltungen? In einer Stadt, die sich Kulturstadt nennt? Wir dürfen nur wenige Aufnahmen machen beim Krisenstab der Stadt Köln. Immer wieder kommt man hier zusammen, um neue Maßnahmen zu beschließen oder umzusetzen. Oberbürgermeisterin Reker fühlt sich an die Vorgaben der Landesregierung gebunden, auch wenn es schmerzt. Die Künstler sind sicherlich, wie viele Solo-Selbstständige, eine Berufsgruppe, die besonders unter dem Lockdown leidet. Und es ist auch eine Berufsgruppe, auf die wir besonders angewiesen sind. Also das war immer meine Frage, wer entscheidet eigentlich, was kritische Infrastruktur ist. Kritische Infrastruktur. Draußen in Köln-Müngersdorf spielt der FC Mitte November gegen Union Berlin. Ohne Publikum. Auch wir müssen draußen bleiben. Aber Einnahmen sind gesichert für die gesamte Saison. Auch dank Fernsehgeldern. Wer ist systemrelevant, wer nicht? Kommt zusammen. Mitte November in Köln-Mülheim. Die Lage des Obdachlosen Kai Werner hat sich zugespitzt. Der Pflegebedürftige schafft es nicht einmal mehr in seinen Rollstuhl. Tag und Nacht ist er Wind und Wetter ausgesetzt. Als Corona-Risikopatient in Zeiten der Pandemie lebensgefährlich. Anstatt zu helfen, will das Ordnungsamt den kranken Obdachlosen nun offenbar räumen. Marianne Arndt hat deshalb ein paar Nachbarn zusammengetrommelt. Vor wenigen Tagen war das Ordnungsamt da, hat ihm nochmal ultimativ gesagt, das geht nicht mehr. Und Glück gehabt, ist noch nicht geräumt worden, aber der Druck wird sicher höher. Und auch die physische Belastung, wenn man so 6 Wochen auf der Bank lebt, das geht nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wie man einen Menschen räumen kann jetzt. Weil ich bin ja nur noch ein Mensch mit ein bisschen was drumherum. Aber selbst das will man noch räumen. Wo soll er hin? In den Mehrbettzimmern der obdachlosen Unterkünfte hat er Angst vor Ansteckung. Und die Notunterkünfte müssen Obdachlose jeden Morgen wieder verlassen. Wir fragen die Oberbürgermeisterin. Es ist nicht so, dass jemand, der nicht draußen sein will, draußen sein muss. Aber das Zimmer muss er verlassen, indem er übernachtet. Das Zimmer verlässt er, indem er übernachtet hat. So wie wir auch unser Schlafzimmer verlassen und tagsüber anders agieren. Doch für gehbehinderte Obdachlose wie Kai Werner ist das keine Option. Für Marianne Arndt wird die Stadt hier ihrer Verantwortung keineswegs gerecht. Dann müssen sie tagsüber wieder raus, um abends wieder reinzugehen. Ja, was ist denn das für ein Infektionsschutz? Ist doch gar nichts. Und die 4-Bettzimmer haben doch nicht den Abstand, den die Leute brauchen. Das können wir in die Tonne klopfen. Kevin Frey und seine Mutter haben nun ihren Schrebergarten angeboten. Sie verstehen nicht, warum Kai als Risikopatient nicht von den Behörden geschützt wird. Diese Situation finden wir einfach menschenunwürdig. Und wir benutzen unseren Garten im Winter groß nicht. Und deswegen möchten wir ihm die Gelegenheit geben, auch gesundheitlich. Das ist ja nicht fördernd für die Gesundheit, was er hier macht und wie er hier lebt. Ne? Ohne Schuhe, mitten im Winter. Ohne die Solidarität der Anwohner hätte er keine Chance. In der Katharina-Henoth-Gesamtschule findet der Unterricht heute in der Aula statt. Auch um besser Abstand zu halten. Seit über 10 Jahren ist die Aula baufällig. Für Veranstaltungen darf sie nicht mehr genutzt werden. Für den Unterricht jetzt schon. Eine Brennpunktschule in Krisenzeiten. Sie fühlen sich abgehängt. Jetzt erst recht. Das ist so ein Grundgefühl in allen Dingen, auch unabhängig von Corona. Dieses Grundgefühl, dass wir an unserem Standort zuletzt drankommen und so, tatsächlich so ein bisschen runterfallen. Und das wird jetzt noch deutlicher unter Corona-Bedingungen. Ne, dass wir eben nicht dann, wenn wir es benötigen, die Dinge haben, sondern sehr, sehr lange darauf warten müssen. Zum Beispiel auf Laptops fürs Homeschooling.
Die fehlen nach wie vor. 9 Monate nach Beginn der Pandemie. Also angekündigt sind Geräte seit mindestens dem Sommer. Und wir haben immer noch keine. Ich weiß, dass es an anderen Schulen schon, weil da eine ganz andere Elternschaft, ein ganz anderes Einzugsgebiet im Hintergrund ist, die sind seit Jahren schon ausgestattet. Und wir haben bis heute noch nichts. Ne? Und das ist ein echtes Problem. Ein echtes Problem. Dabei bekommt Schulleiter Süsterhen nahezu täglich Post. Vom Ministerium, von der Bezirksregierung und von der Stadt. So. Ja, das sind die Verfügungen, Anordnungen, Neuregelungen, Corona-Schutzverordnungen, Betreuungsverordnungen, die wir seit März etwa des Jahres als Schulleiter fast in täglichen Abständen bekommen haben. Und das macht uns so ein bisschen deutlich, dass wir in vielen Bereichen wirklich von Tag zu Tag arbeiten mussten. Dem Robert-Koch-Institut wurden binnen 24 Stunden 18.633 neue Fälle gemeldet. Angesichts der nach wie vor sehr hohen Infektionszahlen und angesichts der Tatsache, dass viele Kliniken an den Rand der Überlastung kommen. Das ist ein neuer Höchstwert. 25. November. Die Infektionszahlen sind bundesweit auf über 961.000 gestiegen. Fast 15.000 Menschen sind an und mit Corona gestorben. Die Kanzlerin setzt auf Durchhalteparolen. Wir brauchen noch einmal eine Kraftanstrengung. Geduld, Solidarität, Disziplin werden noch einmal auf eine harte Probe gestellt. Verlängerung des Lockdown-Light. Aber die Türen fürs Weihnachtsshopping bleiben weiter offen. Und an den Feiertagen soll sogar gelockert werden. So, also wir haben jetzt klare Regeln bis zu Weihnachten. Weihnachten ist dann das Fest der Familie. Hier soll es möglich sein, dass Menschen aus dem engeren Familienkreis und engeren Freundeskreis sich bis zu 10 Personen treffen können, maximal. Und es fließen neue Dezemberhilfen für die betroffenen Unternehmen im Lockdown. Dazu schnürt die Regierung ein drittes Milliardenpaket für den TUI-Konzern. Weitere 1,8 Milliarden Euro Staatshilfe. Milliardenhilfen für Großkonzerne, während vom Lockdown betroffene Familien jeden Euro umdrehen müssen. Marianne Arndt will einer Familie noch eine Tüte Lebensmittel bringen. Hallo! Die Familie von Christoph Olberts lebt mit 5 kleinen Kindern seit der Corona-Zeit an der Armutsgrenze. Einnahmen sind weggebrochen. Hartz IV können sie bislang vermeiden. Noch. Oh, lecker! Ist ja ein Paradies. Das ist ja ein Paradies und vor allen Dingen entlastet das ja den Geldbeutel. Christoph Olberts ist Alleinverdiener. Er arbeitet als selbstständiger Fotograf. 9.000 Euro Soforthilfe hat er im Frühjahr im ersten Lockdown bekommen. Das Geld ist fast aufgebraucht. Er versucht mit aller Kraft, neue Jobs an Land zu ziehen. Aber wenn mir dann womöglich auch noch was passiert, dann ist ja nicht nur die Versorgung zunichte, sondern auch, ich muss ja auch arbeiten, ich muss ja auch Geld verdienen, ich muss ja die Familie ernähren. Das ist also schon, das kann von jetzt auf gleich eine riesige Katastrophe für uns bedeuten. 7 Personen auf 8 Quadratmetern Küche. Bei jeder Schul- und Kitaschließung wird das zum Dauerzustand. Die Belastung zu Hause ist für Christoph Olberts kaum noch zu schultern. Schon jetzt brechen dem Fotografen mit dem verlängerten Lockdown erhebliche Einnahmen weg. Jetzt, wenn Weihnachtsfeiern, Familienbilder, alles, was in der Weihnachtszeit vorher ist, auch als Geschenk für einen Partner, für die Oma. Dann anschließend der Karneval. Und im Karneval geht das fast in den 2-stelligen Tausenderbereich. Was da dann wegfällt. Trotz der eigenen Belastung springt Christoph Olberts für die Kirchengemeinde ein, fährt Mittagessen für Bedürftige aus. Solidarität, zivilgesellschaftliches Engagement, unbezahlbar in einer Pandemie, wenn staatliche Hilfe ausbleibt. Zu Hause zu proben, ist für Florian Deuter und Monika Weißmann nun tägliche Routine. Eine Routine wie im Leerlauf. Die Konzertsäle bleiben auch im Dezember geschlossen. Was sie ärgert, sie dürfen nicht auftreten, dagegen wird Weihnachtsshopping in den Innenstädten weiter erlaubt.
Das ist richtig ärgerlich für mich, weil das macht nur Sinn, wenn man denkt, dass es die Ökonomie das ist wichtig und das ist so viel wichtiger als Kultur und alles anders. Und das tut weh. Wir hoffen wirklich, dass diese eventuellen Lockerungen Weihnachten, dass sie nicht nochmal einen totalen Absturz auslösen. Das wäre, da müssen wir komplett umdenken. Da müssen wir, ich weiß ja nicht, was dann überhaupt noch geht. Lockerungen, die am Ende zu einem noch längeren Lockdown führen? Für sie wäre das wie ein dauerhaftes Arbeitsverbot. Ja, aber soll sie mich nicht mehr ins CC setzen? Es ist Anfang Dezember. Noch immer keine feste Unterkunft für Kai Werner, keine Hilfe von der Stadt. Warte. Ja, einen Moment. Seine Füße sind voller Wasser, Schuhe passen ihm nicht mehr. Er kann sich kaum auf den Beinen halten. Zum Glück kann er erst mal im Schrebergarten schlafen und fühlt sich sicher. Auch vor Corona. Ich meine, das Zelt war offen. Hier, das ist alles zu. Hier ist eine Heizung. Das ist ja exorbitant besser hier. Ohne die Hilfe der Anwohner wäre er aufgeschmissen. Wo sich Menschen zusammentun, findet es oft eine Möglichkeit. Aber nicht durch eine gesellschaftliche, nicht durch eine strukturelle Hilfe unseres gesellschaftlichen Systems, sondern durch die Nächstenliebe und Solidarität, die Menschen auszeichnet. Doch es bleibt eine Not und keine Dauerlösung. Der Schrebergarten als Unterkunft für einen Pflegebedürftigen. Und das in Zeiten, wo tausende Hotelzimmer leer stehen. Natürlich ist das eine verrückte Situation. Die Hotels stehen heute leer und da wären auch adäquate und angemessene Räumlichkeiten für Menschen, gerade jetzt in dieser pandemischen Situation. Das finde ich schon fatal. Kein sicherer Wohnraum für gefährdete Obdachlose? Marianne Arndt will nicht aufgeben. Ist für mich noch mal deutlich, den Druck zu erhöhen nach Wohnung, ne? Kurz vor Weihnachten bietet die Stadt dann ein Zimmer an. Doch es folgt Ernüchterung. Es sei ein Doppelzimmer mit einem anderen Obdachlosen, das Bad auf dem Flur, nicht barrierefrei. Wie soll der Gehbehinderte dort unterkommen? Als Risikopatient. So bleibt weiter nur der Schrebergarten. 13. Dezember. Die Infektionen sind bundesweit auf über 1,3 Millionen angewachsen. Auch die Zahl der Corona-Toten ist dramatisch gestiegen. Die Regierung reagiert. Mit einem härteren Lockdown. Wir werden ab Mittwoch, ab dem 16. Dezember, den Einzelhandel schließen und nur noch für Lebensmittel und ähnliche dringende Waren des täglichen Bedarfs offen halten. 10 Tage vor Weihnachten gilt der Lockdown Light endgültig als gescheitert. Kurswechsel. Auch in der Bildungspolitik. Die Schulen sollen nun auf Homeschooling umsteigen. Alles sei vorbereitet, heißt es vom NRW-Ministerpräsidenten. Sowohl Lehrerinnen und Lehrer als auch benachteiligte Schüler sind mit digitalen Endgeräten ausgestattet worden. Tatsächlich? Die Gänge der Katharina-Henoth-Gesamtschule sind verwaist. Die Zeichen stehen wieder auf Homeschooling. Doch ist die Schule dafür gerüstet? Es ist eingetreten, was Schulleiter Süsterhen befürchtet hat. Seine Schule ist immer noch nicht mit Laptops ausgestattet worden. Das Kollegium hat sich jetzt selbst beholfen. Ein Stapel gebrauchter Rechner, eine private Spende. Zumindest 2 Laptops pro Klasse. Es sind 120 Geräte, das ist großartig im Blick auf die Spende, aber ein Tropfen auf einen heißen Stein. Es langt auf gar keinen Fall. Wir brauchen mindestens 500, 600, 700 Geräte, damit das entsprechend hier versorgt werden könnte für ein Distanzlernen. Darauf muss die Schule weiter warten, mitten im harten Lockdown. 10 Monate nach Beginn der Pandemie. Wann sie wieder öffnet, ist ungewiss. Weihnachten in der Pandemie. Stille in der Millionenstadt Köln, fast alle Gottesdienste abgesagt. Eigentlich wollten sie heute auftreten im Rahmen einer Christmette. Doch auch daraus wurde nichts.
Kein unbeschwerter Heiligabend für Musikerpaar Florian Deuter und Monika Weißmann. Durch Corona und durch diesen Lockdown, der immer weitergeht, traut sich niemand zu planen. Das heißt, selbst wenn im März oder April vielleicht, also vorher glaube ich es einfach nicht, der Lockdown vorbei ist und wir dürften theoretisch wieder Konzerte mit Publikum spielen, dann haben wir diese Konzerte nicht. Ein Konzertbetrieb lässt sich eben nicht so einfach starten wie das Produktionsband einer Fabrik. Wie lange wird der Lockdown dauern? Wann können Sie wieder Geld verdienen? Klar ist, das kommende Jahr wird für Sie kein leichtes. Das erste Corona-Jahr ist geschafft. Die Pandemie noch lange nicht. Auch wenn ein Impfstoff auf dem Weg ist, Deutschland droht ein monatelanger Lockdown. 5. Januar. In Deutschland steigt die Zahl der Infizierten unaufhaltsam auf fast 1,8 Millionen. Die Zahl der Corona-Toten wächst dramatisch auf über 35.000. Die Politik beschließt jetzt drastische Kontakt- und Bewegungseinschränkungen. Die Maßnahmen, die wir heute beschlossen haben, sind einschneidend. Sie sind nicht nur die Fortsetzung dessen, was wir vor Weihnachten getan haben, sondern sie sind angesichts der Lage härter. Der Schulunterricht soll wieder digital erfolgen. Keine Präsenz in Schule und Kita, dafür eben Distanzunterricht und entsprechende Notbetreuung. Für die Katharina-Henoth-Gesamtschule beginnt das neue Jahr, wie das alte endete. Und wieder verspricht die Stadt, dass die Laptops jetzt endlich kommen sollen. Fast 11 Monate nach Beginn der Pandemie. Monika Weißmann und Florian Deuter haben wenig Vertrauen, dass die Regierung sie vor der Pleite bewahrt. Mit Konzerten im ersten Halbjahr rechnen sie nicht mehr. Für Gemeindereferentin Marianne Arndt heißt es, weiter durchhalten und hoffen. Von der Politik erwartet auch sie nicht mehr viel. Ihre Hoffnung fürs neue Jahr: nachbarschaftliche Solidarität und Hilfsbereitschaft für die, die in der Krise vergessen wurden. Ich erlebe es eigentlich so, unsere großen gesellschaftlichen Player, die dafür Verantwortung mittragen würden, da erlebe ich einen Abbruch und eine Handlungsunfähigkeit. Kleinere Systeme, die sich zusammentun und auf einmal doch noch was bewegen. Da sehe ich eine Chance drin. Mittlerweile sind mehr als 40.000 Menschen hierzulande an oder mit Covid-19 verstorben. Gleichzeitig wird der Impfstart als schleppend kritisiert. Für Freunde und Angehörige der Opfer dieser Pandemie steht vor allem die Trauer im Vordergrund.